Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, die Goodiebox ist bei mir eingetroffen aus dem Monat Mai und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe sie ja sowohl in der Kooperation, sodass ich da immer die Welcome-Box euch vorstellen kann, als auch im eigenen Abo und ich zahle für diese Box 19,95 pro Box und pro Monat. Wir haben hier 5 Beauty-Produkte drin, mindestens 2 in Originalgröße, mindestens 70 Euro Warenwert und wie gesagt, wenn ihr die Welcome-Box euch anschauen möchtet, schaut gerne im i vorbei. Da habe ich euch mal mein aktuelles Unboxing verlinkt und da bekommt ihr nämlich die erste Box für 9,95 €. Das ist richtig krass. Und ja, hier möchte ich mal mit euch zusammen reinschauen. Ich habe mir auch schon online das Booklet quasi geöffnet. Wir haben hier immer so eine trendy Box. Ja, sieht sehr, sehr hübsch aus. Also auch wirklich wie so ein Sonnenaufgang, ne? Mag ich, oder Sonnenuntergang? Keine Ahnung. Und ich habe mich witzigerweise heute sogar ähnlich geschminkt. Das war aber nicht geplant, denn die Box kam tatsächlich, nachdem ich mich geschminkt hatte. Und ja, schauen wir mal, was die Boxenpacker sich zum Motto überlegt haben. Here comes the Sunbox. Spüre die Wärme auf deiner Haut und erwecke deinen Geist mit der strahlenden Umarmung der Sonne. Die Here comes the Sunbox ist mehr als nur ein Thema. Sie ist eine Feier der Freude, Vitalität und Schönheit, die die Sonne in unser Leben bringt. Bring die Hitze mit. Süß! Das ist wirklich süß. Und das ist eine Box, die kommt aus Dänemark. Also da sind halt auch ein bisschen spektakuläre Marken drin, die wir hier noch nicht so unbedingt vielleicht kennen. Oder Marken, die wir halt öfter schon hier in dieser Box gefunden haben und lieb gewonnen haben. Und ja, jetzt nehme ich mal die Schublade raus und ich sehe gerade, meine ist ein bisschen eingerissen. Was sehr schade ist, weil das Design ist wunderschön. Ja, Happy Me Time. Da kann man hier auch nochmal den QR-Code scannen, um da das Unboxing zu sehen. Und dann habe ich hier einmal die Produkte im Seidenpapier. Und das sieht teilweise vertraut, teilweise neu aus. So schaut es aus. Die haben sich gemacht, ne? In letzter Zeit war das, oder in den letzten, oder an, wie soll ich das sagen? Ende letzten, Anfang diesen Jahres war das so ein bisschen eine kleine Flaute, dass viele auch sagten, Mensch, irgendwie die Produkte wiederholen sich so, ne? Keine Ahnung, das war ein bisschen, Und jetzt mittlerweile würde ich persönlich sagen, werden wir wieder mehr überrascht. Also, dass hier auch wirklich ganz, ganz frische Produkte drin sind, die wir noch gar nicht kennen. Und ja, da starte ich doch mal mit einem riesigen Teil hier von Lauren Elizabeth. Skin Boutique Ultra Smooth Shave Gel von Normal Skin 150 ml. Ja, ne? Rasiergel. Kann man jetzt sehr gut gebrauchen. Man zeigt mehr Haut. ich verwende zwar auch nach wie vor immer wieder mein IPL-Gerät, beziehungsweise das ist ja mit einer SHR Super Hair Removal-Geschichte von You Like. Und genau. Da habe ich aber trotzdem noch ein paar Härchen, die entfernt werden möchten. Und da kommt es ganz gut, wenn man halt ein extra Rasiergel dafür hat. Und dann ist das Ganze irgendwie auch ein bisschen hautschonender. Ne? Finde ich gut. Also das passt jetzt auch einfach zum Motto. Dann habe ich hier als nächstes drin von Fix & Rouge. Smooth Set Flawless Filter Hydrating Primer. Sehr geil. Das ist ein sehr teures Produkt. Wie viel? 30 ml haben wir hier drin. Das ist auch eine Originalgröße. Das finde ich klasse. Also wir hatten von Fix & Rouge schon verschiedene Primer und verschiedene Produkte auch drin. Aber ich glaube, diesen orangenen hatten wir noch nicht, oder? Schreibt mir übrigens auch gerne in die Kommentare rein, welche Produkte ihr in eurer Goodiebox habt. Weil man legt ja so ein komisches Profil an, wo man dann auch so seine Präferenzen angibt, ne? Und meine Box ist dann ja anhand von meinem Profil entstanden. Und es kann sein, dass das ein oder andere Produkt dann ja variiert, glaube ich. Also so wie ich das von euch mit gelesen und gehört habe. Dann kommen wir zu dem nächsten, weil die normale Goodiebox wird gar nicht mehr so viel vorgestellt hier auf YouTube. Die alle zeigen irgendwie gefühlt nur noch die Welcome-Box, aber die Goodiebox selber finde ich auch mal ganz interessant so, ne? Auf jeden Fall von Lil Canin, das habe ich schon mal irgendwo gelesen, Lichtschutzfaktor 30, ein Sunspray, High Protection, duftstofffrei. Ich weiß nicht, ob das ist bestimmt für den Körper, ne? Ist zwar nicht so super viel drin, aber es ist ein Lichtschutzfaktor und so ein Spray ist ganz praktisch für die Handtasche. Würde ich jetzt tatsächlich am Körper verwenden, auch wenn das wahrscheinlich eher so fürs Gesicht gedacht wäre oder so. 50 ml haben wir hier drin. Aber ich glaube, für die Handtasche kommt das ganz gut, weil es ist relativ klein, das hast du mit dabei, mal eben schnell und dann hast du es, ne? Finde ich ganz cool. 3 habe ich gezeigt, 3 kommen noch. Hier habe ich von Tees, Don't Blush Me Blush, Tees Suit of Armor. Das ist ein Blush hier drin. Von Tees haben wir immer mal wieder auch Produkte hier drin enthalten. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Rotterdam, das ist doch Holland. Hä? Aber Made in Italy, auch ganz schön. Open hier. Ach so, dann ist das sicherlich auch einer. Ah, der ist dann in der Pappverpackung drin. Das ist natürlich auch
nicht ganz so hübsch, oder? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja gut, dann ist das so. Ja, in der Farbe Mauve, das ist auch so ein ganz klassischer Ton. Ist ganz hübsch, ist aber schon sehr, sehr dunkel. Ich glaube, für mich ist der zu dunkel. Muss ich nochmal tief in mich gehen, ob ich den ins Full Face Beauty Boxen nehme. Ich schaue mir halt, wenn ich jetzt so mein Unboxing schneide, auch immer so Swatch-Bilder und sowas an. Und dann sehe ich auch, ob diese Farbe halt zu mir passt oder nicht. Weil wenn wir das so sehen, sehen wir, dass es eigentlich nicht passt. Aber manchmal wird man auch überrascht. Ach, das schließt magnetisch. Das ist natürlich positiv, ne? Dass die Farben im Fältchen etwas anders wirken, als sie dann auf dem Gesicht sind. 4 Gramm haben wir hier drin enthalten. Ich weiß nicht, ob man das so kaufen kann, bin ich ehrlich. Weiß ich nicht. Also ich finde es auf jeden Fall cool, dass wir das drin haben. Wir hatten jetzt in letzter Zeit relativ häufig mal einen Blush drin, ne? Aber gut, kann man machen. Dann habe ich jetzt hier von Algologie Nuit de Vague eine Nachtmaske. Hydra Replenishing Sleeping Mask mit 20 Millilitern. Und ja, du kannst es auch einfach 15 Minuten drauf lassen und dann abwaschen. Das ist doch auch schön. Ich mache nämlich nicht so gerne diese Nachtmasken, einfach weil das bei mir halt, das ist dann im Gesicht, im Kissen und das macht irgendwie keinen Sinn, muss ich ganz ehrlich gestehen, ne? Ja, also wasche ich mir schon vorher ab. Ja, steht ja auch drauf. Eigentlich sollst du die einfach, das ist deswegen, weil du die abends machen sollst. Wahrscheinlich, weil hier irgendwas drin ist, was einfach besser abends funktioniert, weil es wahrscheinlich dann irgendwie super beruhigend ist oder so. Aloe lese ich hier. Aber ansonsten, weiß ich, Allantoin ist auch immer ganz schön. Ja, ne? Ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Zitronensäure, also Vitamin C, wobei das eher für morgen sprechen würde. Egal, das ist auf jeden Fall hier alles drin enthalten. Und dann habe ich hier von Hugon etwas drin. Und zwar ist das eine Le Soin Repair Bon Mime Plump and Glow Gelcreme, 15 Milliliter. Okay. Für das gesamte Gesicht. Das ist aber, ja gut, 15 Milliliter ist eine kleine Größe. Dürfte jetzt nicht unbedingt eine Originalgröße sein, ne? Aber ja, eine Gelcreme ist eher sowas für ölige Haut oder Mischhaut. Für mich persönlich nicht ganz so gut geeignet. Deswegen verstehe ich nicht, warum ich das hier mit in der Box drin habe, um ehrlich zu sein. Aber egal, es ist hier mit drin. Ich kann damit leben, denn an und für sich haben wir hier auch einen guten Inhalt. Wir haben was für den Körper, wir haben dekorative Kosmetik, wir haben auch was fürs Gesicht hier mit dabei, ne? Finde ich eigentlich ganz gut gestaltet. Ich persönlich habe auch gerne in so einem Mix was für die Haare mit dabei, aber komme ich mit klar, dass es dieses Mal nicht drin enthalten ist. Ansonsten schöne Produkte, die sich für 19,95 safe lohnen. Hoffe ich jedenfalls. Ich muss sie ja erstmal austesten. Schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, was bei euch so drin war oder ob ihr die überhaupt habt, wie ihr die Box so fandet, die ich euch jetzt hier so vorgestellt habe. Und wie gesagt, wenn ihr Bock auf die Welcome-Box habt, beziehungsweise auf die Mitgliedschaft, habe ich das nochmal in die Infobox gepackt und im i war das ja auch eben schon verlinkt, das Video dazu, dass ihr wisst, was drin ist, ne? Ihr Lieben, das wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Man rennt hier immer so durch die Unboxings durch. Das ist einfach nichts in Relation zu einem fast 5-Stunden-Video, ne? Ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. So, wenn es dir gefallen hat, wie ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.